Aber nice. Ja, hier der Transferabgang. 3,15 Mille nach Antalyaspor. Jonas David. Oh, neues Bewertungssystem. Na ja, gut, ein C. Okay, bin ich zufrieden mit. Guter Preis. Okay. Guter Kadertiefe. Okay, warum wird jetzt hier Vuskovic angezeigt? Ach so, das sind, glaube ich, die Vorschläge hier, wie man jetzt da hinsetzt kann. Okay, Vuskovic oder Mikkel Brenses? Alles klar. So, dann gucken wir mal. Management. Kleindienst ist ja noch nicht da. Ich werde sowieso ein bisschen variieren müssen, denke ich mal, beim nächsten Spiel. Ich überlege gerade, ob ich Heil mal ein bisschen Spielzeit gebe, dann. Ich kann ihn ja mal hier mit hinzufügen. So. Partie spielen. Es gibt ja auch diese neuen Höhenpunkte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich würde aber sagen, Höhepunkte können wir ja mal probieren. Höhepunkte, aber nur die Angriffe, würde ich mal sagen. Machen wir mal. Mal gucken, was da passiert. Würde ich gerne mal einmal ausprobieren wollen. Erstmal laden, genau. Und es wird definitiv auch so sein, dass nicht alle Spiele spielen werden, sondern auch mal mit Höhepunkt oder so. So, hier sehen wir es gegen Empoli. Jetzt brauche ich erstmal nichts machen, bis ein Angriff kommt. Da kommt zum Beispiel einer Angriff, Hamburger SV, Glatzel. 3, 2, 1. Das müssen wir jetzt rausspielen, Königsdörfer, schade. Alleingang vom HSV. Mittlerweile steht es 1 zu 0 für Empoli, okay. Bakariata. Ah, Ball verloren. Shit, shit, shit. Immer noch 1 zu 0. Gelegenheit zur Flanke. Wir sind aber schon in der zweiten Hälfte. Gucken wir mal. Ah, Ball verloren. Nein, Königsdörfer bleibt dran. Man muss jetzt hier richtig gut aufpassen, wie man hier spielt. Uheim, Uheim. Ah! Schade. Schade, schade. Beste Chance. Und das war's. Wir verlieren leider mit 1 zu 0. Sogar mit einer roten Karte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Mit einer roten Karte dazu. Das ist schon hart mit einer roten Karte dazu. Erstmal schnell weiter hier. Aber die Höhepunkte machen Spaß. Man muss nur halt die Chancen perfekt nutzen hier. So, weiter. Und dann gehe ich jetzt mal oder so. Abschlussberichte. Kleindienst hat Angebot angenommen. Ja, dann nehmen wir ihn an. Und dann würde ich denken mal, denken wie bei Abgängen wird es bestimmt auch. Jawohl, ein neues Equipment zum Ankunft geben. Schauen wir uns das mal an. Halt immer blöd mit der Mucke. Ah, guck mal, da kommt sogar Jürgen Klopp, begrüßt ihn ganz lieb. Nice. Jupp, wir sehen uns gleich. Oh, cool, mit Fitnesscheck etc. Nein. Das sieht aus, als ob er gleich zusammenbricht auf dem Fahrrad. Nicht böse gemeint, aber so sieht das aus. Oh, sogar mit Vorstellung. Mit Kloppen, nice. Das Foto für die Presse. Wunderbar. Von Einheim zum HSV, Tim Kleindienst. Jetzt können wir die Formation umstellen. Dann wird 72, okay. Wird ja doch eine gute Verstärkung. Guter Teamspieler, okay. Wäre quasi ein Ersatz für Königsdörfer. Wenn das jetzt. Okay, ein D, keine Ahnung warum, aber ich finde, das ist ein guter Deal. Hoppala, hier. War mit 71, 72, naja, aber ich finde, es ein guter Deal. So, Übereinkommen zur Mickel. Naja, 3,30, komm, nehmen wir an. Hauptsache, das haben wir. Denk an die Ersatzspieler, ja. Und David ist verkauft. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Wunderbar. Training. Können wir nochmal simulieren? Ja, hier, Kleindienst mit der Nummer 15. Das muss ich gleich noch anpassen. Leihangebot Migi. Leihe zum Kauf. Nein, delegieren. Leihe kann von mir aus so 2 Jahresleihe sein. Und hier kommt noch ein Angebot rein. Kann ich auch mal direkt an. Kann er sich frei aussuchen, wohin er geht. Hauptsache für den gleichen Preis. So, ich wollte jetzt, genau, ich wollte das hier noch umstellen fürs nächste Mal.
machen nämlich jetzt gleich Schluss. Schluss. 4-4-2 halten. 4-4-2 flach. 4-4-2 flach. Jetzt muss ich hier erstmal, ach du liebe Zeit, erstmal hier alles richtig stellen. Wieder Königsdörfer hier rüber. Weiß und Banish tausche ich auch mal. Kleindienst. Bär, dann machen wir es mal so. Aber den hole ich mal wieder hier hoch. Huch! Ah ja, da hat ja grün, also im Prinzip ja. So, okay. Der erste Neuzugang ist auch da. Wunderbar. Mit dem Kleindienst. Ich speichere nochmal. Und ich sage, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war erstmal die kleine erste Aufnahmesession. Mal schnell was schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Euer Labi. Auf Wiedersehen.